Was ist denn heute so viel Verkehr hier in Aachen, ey? Es ist ein Sonntag, zumindest bei mir in der Realität. Da müsste eigentlich kein Schwein unterwegs sein. Wenn, dann sind die alle nur auf dem Weg zur Kirche. Wobei, das sind ja doch dann wahrscheinlich nur die Omas und Opas, die da regelmäßig immer zur Kirche gehen. Sie haben sich unerlaubterweise vom von da hinten, okay. Ja gut, das kann sein. Hier ist rechts vor links. Sieht mir aus wie eine Vorfahrtsstraße irgendwie. Aber na gut. Aber wir sind hier ja in Omsi. Nächste Ampel rot, Freunde. Das gibt es nicht. Wie sollen wir denn jetzt hier so... Geht gar nicht. So, aber die Ampeln, die finde ich cool, dass hier da diese kleinen, warte. Nein, ich glaube, man kann es doch besser hier sehen. Diese, so, diese LED-kleinen Dinger da sind. Das finde ich voll cool, das sieht richtig cool aus. Macht einen modernen Eindruck auf jeden Fall. Ist in England ja auch so. Da sind die meisten Ampeln so. Und in Deutschland, zumindest halt im Ruhrgebiet, sind halt doch so uralte Ampeln, die teilweise irgendwie vor dann halt das Plastik eingeschlagen ist. Also diese letztendliche Farbe, dann, die ist dann eingeschlagen und so. Und guten Morgen. Ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, den Ticketverkauf. Muss reichen. Und ja, die Ampeln, die könnten durchaus mal erneuert werden. Wobei, wenn die Kreuzungen halt mal ein bisschen verändert werden oder generell die Bauarbeiten sind, dann kommen da halt doch schon moderne Ampeln heutzutage überall hin, will ich mal behaupten. Victoria Allee. Passt das? Sehe ich das ja noch nicht mal? In der nächsten Haltestelle möchte jemand raus. Omsi. Okay. Na gut, damit muss man halt leben in Omsi, dass hier ab und zu mal irgendwie so ein bisschen halt das Spiel hängen bleibt. Das ist aber nichts Neues. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ein Einzelfahrschein möchte der Herr haben, den kriegt er sofort. So. Achso, jetzt ist das wieder mit dem... So. Ah, immer falsche Richtung. Das sieht mir heute schon das zweite Mal. Sonst passiert mir das irgendwie nie. Aber na gut. Da stehen echt nur Leute aus den Niederlanden. Nur Autos aus den Niederlanden. Auf dem Parkstreifen. Das gibt's auch gar nicht. Guck, hier ist einer da. Hinten waren auch so viele. Unglaublich, was die alle in Aachen wollen. Na gut, ist dann natürlich auch die nächstgrößere Stadt, denke ich mal. Wir nutzen natürlich unsere Busspur. Was denn sonst? Und kriegen hier jetzt kein Bussignal. Das ist aber schade. Weil ich dachte eigentlich, dass das vielleicht hier ist es auch. Habe ich richtig geahnt. Ist nur im Energiesparmodus. Die Ampel leuchtet nur, wenn wir auch fahren dürfen. Ansonsten ist sie rot. Ist aber oft so auch an Fußgängerüberwegen bei nicht ganz so befahrenen Straßen, dass da oft gerne mal die Ampel halt
nicht zeigt. Und sobald sie dann nach Rot springt, ist er halt ein... Hallo. Leuchtet die Ampel halt rot und wenn sie dann wieder grün Hallo. Wird, leuchtet sie gar nicht Hallo. Mehr. Also, spart die Stadt somit auch wieder ein bisschen Strom. Danke. Bitte. Einmal normal, bitte. Das ist doch doof, wenn man hier immer diese 5-Cent-Stücke zurückgeben muss. Das ist doch... Wenn dann... Na komm, dann erhöhen sich die Ticketpreise ja doch wieder, aber es sind dann halt noch 5 Cent mehr oder halt auch weniger und dann hat man nicht dieses ganze Kleingeld. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber irgendwann war auch mal so im Gespräch, dass in Supermärkten halt nur noch auf... also nur noch auf- oder abgerundet wird und es ist nicht mehr sowas wie 2,99 €, sondern nur noch 3 € dann halt gibt. Guten Tag. Weil es halt letztendlich Hallo. Nur ein Cent ist. Dankeschön. Aber andersrum ist Hallo. Es natürlich verlockender. Eine Kurzstrecke bitte. Wenn, sagen wir mal, vor allem so ein iPhone zum Beispiel oder ein Samsung Galaxy, was weiß ich, wenn das dann nur... weiß nicht, 699,99 € statt 700 € kostet, weil halt dann da irgendwo ganz am Anfang eine 6 steht. Deshalb kaufen einige Leute das sogar eher, weil da halt keine 7 steht, sondern eine 6 ganz am Anfang. Das sind halt so tolle Tricks, auf die man... Na gut, auf die viele halt hereinfallen. Aber na gut, wenn man unbedingt ein iPhone haben will, dann ist, glaube ich, auch der Preis egal. Also generell für Apple-Fans ist ja, gibt es ja nichts Morgen. Anderes außer ein iPhone. Also da gibt es ja keine Alternative. Dann ist egal, ob ein iPhone 700 oder 750 oder 700 oder 800 € kostet. Irgendwie spart man dann halt sein Geld so, dass man irgendwann sich dieses Gerät halt anschaffen kann. Oh, wir haben Glück, das müssen wir nutzen. Eigentlich nicht, aber vielleicht wird die Ampel ja... Nein, wird sie nicht. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass hier eine Frau mit Kinderwagen oder ein Mann mit Kinderwagen an Bord ist. Nein, ist auch nicht, aber trotzdem finde ich gut, dass da ab und zu mal halt diese Kontrollleuchte blinkt. Oder zumindest angezeigt wird. Hi. Ah, ich wollte gerade schon fahren. Oh, guckt euch mal an, wie voll der Bus ist. Das gibt's doch gar nicht. Guckt euch das an. Bräuchten wir fast so einen Doppelgelenkbus. Wie diesen Fun Holes. Das ist, glaube ich, ein Doppelgelenkbus. Wie gesagt, mit dem kenne ich mich gar nicht so gut aus. Um ehrlich zu sein. Aber... Na, ich sag lieber nicht zur Performance. Bisher bin ich erstaunt. Echt. Kann man nicht anders sagen. Elisenbrunn heißt die Haltestelle hier. So. Elisenbrunnen. Wollten aber nur 2 Leute aussteigen, glaube ich. Oder nur einer sogar. Er hier nämlich. Hat sie keine Lust mehr mit uns zu fahren? Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Oh, da ist sogar so ein Fun Hool, wie auch immer man das ausspricht.
Omsi, lass mich bitte nicht im Stich. Danke. Boah, das läuft gut. Das läuft sehr gut. Das freut mich sehr. So, mal eben Bremse rein. Handbremse. Ist das da? Wird hier wohl ein... komm, Omsi. Danke. Ein Mercedes sein, aber das Repainters... Okay, ja, ich sehe. Finde ich so interessant. Wobei da halt auch ein bisschen was von... Oh. Er hat mal eben sein Aussehen geändert. Das ist wie so ein... Wie nennen sich diese... Viecher nochmal? Diese Tiere da, diese... Ist das ein Chamäleon? Ich glaube schon. Die dann halt einfach mal so auf Anhieb ihre Farbe wechseln können, um sich zu tarnen. Und genauso ist das mit dem Bus gewesen. Also, Omsi ist echt vielfältig, Freunde. So. Okay, hier will jemand aussteigen. Dann lassen wir ihn natürlich aussteigen. Kostet ja nichts, glaube ich zumindest. Und dann geht es auch schon weiter. Wobei, wollte gar nicht. An der nächsten Haltestelle wollte jemand aussteigen. Weißt du, das finde ich ja sowieso immer so doof. Und meistens passiert das auch nur im Bus, wenn ich von der Schule nach Hause fahre. Es gibt dann halt Experten, die immer auf diesen dummen... Nein, dumm ist dieser Stoppknopf ja nicht, also letztendlich bringt er uns ja ziemlich viel und weist den Busfahrer halt auf bequeme Art und zwar und Weise darauf hin, dass jemand aussteigen möchte. Aber Leute, die diesen Knopf halt missbrauchen und dann immer da drauf drücken und der Bus an jeder dummen Haltestelle hält, das finde ich so nervig und vor allem an Haltestellen, wenn du so eine Linie schon oft gefahren bist, dann weißt du halt, dass an dieser Haltestelle normalerweise kein Schwein einsteigt und kein Schwein aussteigt. Und wenn dann so ein Idiot da die ganze Zeit auf den Knopf drückt und der Bus an jeder Haltestelle halten muss und du eigentlich nach Hause möchtest und ja, dann ist das immer, dann bin ich total geladen, wenn ich aus dem Bus aussteige und dienstags ist das immer, da habe ich zu so einer Stoßzeit habe ich da halt Schule aus. Und, na gut, von meiner Schule an sich, weil normalerweise fahren halt auch Schulbusse, aber ich habe dienstags halt nicht zur normalen Schulzeit Schule aus, sag ich mal, sondern habe ein bisschen später aus und muss dann immer mit dem Linienbus fahren. Und, dann habe ich immer das Glück, dass Schüler von einer anderen Schule, die halt, ja, so gerade in ihrer pubertären Phase sind, das heißt so, na gut, ab 5. bis 8. Schuljahr, glaube ich, so ungefähr, schätze ich die ein, 8. bis 9. so, sind dann halt im Bus und die nerven dann so und dann sind das so viele und dann musst du oft auch noch stehen im Bus und, dann drückt auch noch immer ein Idiot auf diesen Knopf und ist das so, dann bin ich so geladen, wenn ich nach Hause komme. Das macht mich echt fertig. Ich weiß nicht, normalerweise kann man mich gar nicht so aus der Ruhe bringen. Normalerweise bin ich eigentlich, ich sag mal, ganz gechillt in dieser Hinsicht und mich kann eigentlich nicht allzu viel aus der Ruhe bringen. Aber wenn ich dann sowas erlebe, dann werde ich doch schon echt gereizt. Also was heißt, ich raste dann halt nicht komplett Hallo, aus und so und schreite da zusammen, aber innerlich bin ich dann doch schon so ein bisschen am... Na gut, kochen nicht ganz, aber ich sag mal so bei 70 Grad. Weißt du, du bist dann lange in der Schule. Hat das ein... Na gut, mehr oder weniger anstrengenden Schultag. Dann kommen da halt auch noch so kleinere Kinder, die dich im
Nein, sie nerven ja nicht direkt, aber sie sind dann halt, sie unterhalten sich so laut und albern da rum und damit kann ich halt persönlich nicht viel anfangen. Ach, jetzt ist es Pontor, genau. Da war ja was.